Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Lunch Lecture im Renner-Institut der Mittagspause mit Sinn. Wir stellen euch heute das Buch Wen kümmert's? Die unsichtbare Sorgearbeit in der Gesellschaft vor. Und ich diskutiere heute mit Corinna Schumann und Christian Berger, was mich sehr freut. Herzlich willkommen, Corinna und Christian, dass ihr heute euch Zeit genommen habt. Corinna Schumann ist bekannt, sie ist die ÖGB Vizevorsitzende und Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion, Bereichssprecherin für Arbeit, Familie, Menschen mit Behinderung und Volksanwaltschaft. Und Christian Berger ist Mitautor des Buches, Referent in der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer Wien und Lektor an der WU Wien sowie in der Fachhochschule des BFI Wien. Er war einer der SprecherInnen des Frauenvolksbegehrens. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute hier zu sein und über das Buch zu sprechen, das ja bereits im November 2019 von Elisa Tomaselli im ÖGB Verlag herausgegeben wurde. Also bereits ein Vierteljahr bevor dem ersten Corona-Lockdown. Und damals war das Thema mit Pflege und rund um alles, was Sorge ist, ziehen, helfen. Ein großes Thema und man hat gewusst, es ändert sich was. Die Pandemie hat das natürlich alles noch verschärft, die Situation, und wir werden auch auf diesen Teil heute eingehen in unserem Gespräch. Als erstes würde ich dich bitten, Christian, du warst ja sozusagen einer der Mitautoren des Buches und ich habe deine Teile gefunden im Bereich Jugendarbeit und Familie. Dort geht es vor allem um Elternkarenz. Auch hier bei der Namensnennung, es geht um Elternkarenz, es geht nicht um Vaterkarenz, weil es ja auch keine Mütterkarenz gibt. Da ist es ja selbstverständlich, dass Frauen zu Hause bleiben, wenn sie ein Baby bekommen. Es geht um Elternkarenz. Kinder betreffen immer beide, den Vater und die Mutter. Und die Frage ist, wie schaut es aktuell aus? Es gibt eine Elternkarenz. Man kann heute verschiedenste Formen sich aussuchen. Es gibt seit November 2019 auch das Papamonat. Was hat sich hier getan? Wie schaut es mit der Beteiligung der Väter aus? Christian. Ja, vielen Dank für die Einleitung, die netten Worte zu Beginn und dass ihr diesen Austausch ermöglicht habt. Das ist ja auch nicht ganz gewöhnlich, dass ein Buch, nachdem es ja doch jetzt schon bald 2 Jahre alt ist, nochmal in der Form präsentiert wird. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es hat ja an Bedeutung und Gehalt nicht verloren, sondern gewonnen. Die Corona-Krise hat ja die Bedeutung von überlebenswichtigen Care-Leistungen, die das Buch versucht sichtbar zu machen, in die öffentliche Wahrnehmung zu holen, auch zu politisieren, nochmal verdeutlicht. Vermutlich auch die Notwendigkeit verdeutlicht, nachzubessern, und zwar massiv nachzubessern. Es geht um Finanzierung von Pflegedienstleistungen, es geht um die Ausstattung von 24-Stunden-Betreuerinnen beispielsweise mit mehr Arbeits- und Sozialrechten. Es geht generell um die Anerkennung dieses riesigen Volumens an Arbeit, die unter Care-Arbeit fällt und geleistet wird. Wenn man das hochrechnen würde, dann käme man auf 50, 60% des BIPs, also wenn man versuchen würde, die Care-Dienstleistungen zu monetarisieren. Es ist sozusagen das Fundament für unsere Wirtschaft und wird gleichzeitig verdrängt, man kann auch sagen, verleugnet und hat jedenfalls nicht den Stellenwert, den es haben sollte. Das Buch hat versucht, sowohl die Bezahlten, die ja nur einen geringen Bestandteil der gesamten Care-Arbeitsleistungen ausmachen, wie auch die Unbezahlten sichtbar zu machen. Das Buch hat deswegen diverse Bereiche, die wir heute besprechen, beleuchtet, durchleuchtet. Jelena Gutschanin und ich haben in unserer Reportage und unserem Sachartikel zur Väterbeteiligung mit einem Set an Personen gesprochen, mit Paaren gesprochen, vor allem Paaren, die eigentlich relativ privilegiert sind und sich für Väterkarenz entschieden haben in zwei variierenden Modellen und trotzdem mit Stereotypen konfrontiert wurden, mit Schwierigkeiten im Betrieb, im sozialen Umfeld, auch im familiären Umfeld. Und das zeigt natürlich in gewisser Weise diese Beharrungskraft von traditionellen Geschlechterrollen. Also die Zuweisung beziehungsweise also die Zuweisung von Sorgearbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Infragestellung eines Modells der gerechten Aufteilung von Erziehungsarbeit,
Sorgearbeit, Arbeit im Haushalt. Sorgearbeit ist ja ein wesentlich weiterer Begriff. Also all das, was unbezahlte Arbeit ist und was anfällt, wenn ein Kind in eine Familie tritt, in welcher Konstellation auch immer, das spielt ja keine so große Rolle. Was allerdings eine große Rolle auch noch im Jahr 2019 gespielt hat, das war das Geschlecht. Und das ist in den Reportagen, die, denke ich, für sich sehr lesenswert sind, klar geworden aufgrund der Erzählungen. Und andererseits ist es klar geworden, wenn man sich die Zahlen ansieht. Denn in Österreich waren 2017 3,8% der Väter in Karenz beziehungsweise haben Kinderbetreuungsgeld bezogen. Das ist eine Zahl, die im Folgejahr 2018 rückläufig war. 2019, denke ich, stehen wir jetzt wieder bei 4,5%, aber da bin ich mir nicht sicher. Diese Daten sind auch immer je nach Beurteilung und Messung ein bisschen variant. Jedenfalls kann man sagen, dass in Österreich vielleicht, wenn man alles zusammenzählt, und da zählt auch das Papa-Monat, das ich ja immer sozusagen auch kontrastiere mit den Mama-Jahren. Das Papa-Monat ist cool, hip, dient auch irgendwo der Selbstverwirklichung. Man fühlt sich selbstwirksam und ist ein wichtiger Teil der Familie und der Gesellschaft, wird auch betrieblich geschätzt. Das ist grundsätzlich gut. Aber die Mama-Jahre sozusagen werden als selbstverständlich erachtet, werden nicht in der Form, wie man heute ja sagt, beklatscht, bewertet, werden auch nicht als solche gesehen, obwohl sie ja weitaus der bedeutsamere Anteil der Kinderbetreuungsarbeit ausmachen. Und wenn man eben alles zusammennimmt, dann kommt man auf circa ein Fünftel oder 19% der Väter, die eine Betreuungsleistung übernehmen. Aber, und das ist die wichtige Einschränkung, kurz oder sehr kurz, das heißt 2 Monate in etwa, nur circa 1% aller Väter ist in Österreich länger als 6 Monate in Karenz. Und das ist ja doch eine sehr dramatische Zahl, wenn man diesen hohen Stellenwert, den ja nicht zuletzt im Familienrecht, in unserem allgemeinen bürgerlichen Recht, die partnerschaftliche Teilung der Familie einnimmt. Ich denke, das ist ein gewisser Wertungs- und auch gesellschaftlicher Widerspruch, mit dem wir gut zu leben gelernt haben. Das hat letztlich damit zu tun, und damit werde ich jetzt aber auch das Statement, mein Einleitungsstatement, schließen, dass wir Geschlechterrollen haben, wie wir das heute nennen, die auf Stereotypen, auf Spaltungen, Polarisierungen zurückgehen, die letztlich in der heutigen Form ihren Ursprung im 18. Jahrhundert haben, in der Polarisierung der Geschlechtscharaktere, also der Verknüpfung von Weiblichkeit mit Haushalt, mit dem Privaten, mit Sorge, mit Opferbereitschaft, mit Arbeit, die nicht als Arbeit, sondern als Liebesdienst oder eben als Nichtarbeit gilt, die entwertet ist, und Männlichkeit mit Politik, Öffentlichkeit, auch werthafter Arbeit, also Produktionsarbeit im Kontrast zu Reproduktionsarbeit, die weiblich ist. Und das ist vielleicht jetzt auch ein guter Cut. Ich denke, gerade in der Corona-Krise ist dort überdeutlich geworden, wie hoch relevant Reproduktionsarbeit ist und eine Ökonomie wäre, die primär ausgerichtet ist an der Reproduktion, also am Lebendigen, am Erhalt, auch am Gewähren und auch an der Förderung des Lebendigen. Und das ist eben, was Sorgearbeit im Prinzip ausmacht. Sorge um sich, Sorge um andere, Sorge um das gedeihliche Fortbestehen von Gesellschaft. Danke, Christian. Ich selbst bin Martina Fürpers und bin hier auch aktuell als Karenzvertretung im Bereich Gleichstellungspolitik und Nachwuchsförderung tätig für Barbara Hoffmann, die sozusagen auch schon ein anderes Karenzmodell fährt. Wobei das grundsätzlich so aus den Gesprächen oft sehr ist, wenn du mit jungen Müttern redest, in der Verwandtschaft und in anderen Bereichen, ist es oft wirklich so die Zuschreibung der Rolle. Die junge Frau bleibt zu Hause und sorgt sich um die Kinder, und die Männer nehmen das Papamonat. Und eben, wie du gesagt hast, gehen sehr kurz in Karenz. Wie schaut es im ÖGB aus, Corinna, habe ich mich gefragt. Weil wir haben ja gehört auch von Christian, es hängt auch von den Unternehmen ab. Also es gibt Unternehmen, wo vieles möglich ist, aber das durchschnittliche Unternehmen begrüßt es nicht sehr, wenn Väter in Karenz gehen, und macht schwierig. Wie ist es direkt im ÖGB? Können dort die Väter Papamonat und Karenz nehmen? Und wie sieht der ÖGB das neu eingeführte Papamonat überhaupt? Also
Erstens einmal vielen Dank, dass ich bei der Diskussion dabei sein darf. Und nur ein Wort zum Buch, weil ich habe mich damals enorm gefreut, dass der ÖGB-Verlag dieses Buch herausgegeben hat. Wen kümmert es aus der damaligen Situation? Weil, glaube ich, uns allen in der Gewerkschaft auch klar war, da ist eine Schieflage in der Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit. Aber da haben wir ja noch gar nicht gewusst, was da noch alles möglich ist, weil wir noch nicht wussten, dass die Corona-Pandemie kommt und dass dadurch die Schieflage jetzt nach einem Jahr Corona noch einmal weiter sich verschoben hat und man wird alle Hände und Kampfeshände voll zu tun haben, diese Schieflage wieder zumindest nicht weiter abgleiten zu lassen oder möglichst auch wieder in ein Lot zu bringen oder zu verringern. Natürlich im ÖGB ist es sehr begrüßt, dass man Papamonat nimmt, dass man in Karenz geht, auch als Mann. Das ist gar keine Frage. Trotzdem, die Rollenbilder sind bei vielen auch eingegraben. Das ist auch eine Tatsache. Was mich immer sehr erstaunt hat, auch im öffentlichen Dienst wäre es ja sehr einfach möglich, und wahrscheinlich auch nicht, jetzt von dem Arbeitgeber sanktioniert, wenn man als Vater in Karenz gehen würde. Wird auch nicht beansprucht in dem Ausmaß, wie es möglich wäre. Also das ist so, schon sehr interessant. Das sind die verschiedensten Faktoren. Es ist das Rollenbild. Es ist sicher auch die Bezahlungsfrage innerhalb der Familie. Das ist auch kein Geheimnis. Also wir haben uns zumindest sehr gefreut, dass es uns gelungen ist, den Rechtsanspruch auf den Papamonat durchzusetzen. Das war ein wichtiger Schritt, weil es immer für uns klar war, der Papamonat, das soll sozusagen der Türöffner sein zur Beteiligung an der Betreuung eines Kindes. Dieses Miteinander zusammenwachsen im frühen Stadium und sich dann vielleicht überlegen, naja, ich habe das Kind so gern und ich möchte das Kind gern aufwachsen sehen, vielleicht nehme ich mir da länger Zeit, um das zu ermöglichen. Das war der Gedanke. Ob er so in Verwirklichung geht, das wäre zu bezweifeln. Immer, wir hoffen es zumindest, aber auch hier müsste an den Schrauben weiter gedreht werden, um Männern noch mehr diese Möglichkeit auch zu geben. Weil oft sind Männer ja auch in einer gewissen schwierigen Situation, weil Arbeitgeber, du hast es schon völlig richtig gesagt, ja sagen, also bei uns nicht, nicht? Komm gar nicht auf die Idee, dass du als Mann sozusagen in Karenz gehen willst. Wie kämen wir denn da dahin? Bei den Frauen müssen wir schon damit rechnen, weil wir jetzt auch noch bei den Männern damit rechnen müssten, dass die sich um die Betreuung der Kinder kümmern. Aber genau dieses Argument wäre es, um gerechter zu verteilen und sozusagen das Risiko, dass die Frau ausfällt, zu minimieren, indem im gleichen Ausmaß auch es ein Risiko sein kann, dass der Mann sich um die Kinder kümmert. Also um diese Balance ginge es und um die kämpfen wir in Corona-Zeiten noch ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, darüber werden wir eh noch reden. Genau, mir ist aufgefallen beim Papamonat rein aus der Praxis, wie der erste Mitarbeiter mal gesagt hat, er möchte gern einen Papamonat nehmen, dass wir davon ausgegangen sind, der bekommt einfach seinen Lohn und draufgekommen sind, da gibt es 700 € und die werden ihm später wieder abgezogen. Und das eine wichtige Frage ist, wer kann sich das leisten? Wie du selber gesagt hast, Frauen verdienen weniger. Wenn sie zwar das Mutterschutzgeld bekommt, aber und dann sozusagen die 700 € für einen Monat ist zu wenig und es gar nicht so leicht ist, als Betrieb dann zu sagen, ich möchte trotzdem den Lohn zahlen, weil das einfach für die Jungfamilie wichtig ist, dass die auch in dieser Situation, und seien es nur 4 Wochen, ihre Kosten begleichen können. Ja? Also auch hier, glaube ich, kann man sicher noch einiges tun und nachschleifen. Was meine Frage ist, auch zu den Rollenbildern, das kommt auch in deinem Buch oder in eurem Buch, Christian, immer wieder vor. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut. Der Pflegebereich, wie wir wissen, ist ja voller Frauen. Also typische Frauenberufe, Pflegen, Erziehen, Altenpflege. Begründet wird ja auch oft, dass man dort nicht so viel zahlen muss, weil es eh nicht so anstrengende Arbeit ist, was überhaupt nicht stimmt. Altenpflege ist sehr anstrengend, psychisch und körperlich. Und dasselbe ist auch für Kindergartenpädagoginnen vorhanden oder Krankenpfleger, Pflegerinnen. Und mir ist dann aufgefallen, ich schaue mir die Webseiten an der Schulen, wo ausgebildet wird, Elementarpädagogik.
Und habe dort dann gesehen auf den Webseiten, dass da nach wie vor sehr viele junge Frauen dargestellt werden. Ein Mann ist mir aufgefallen, mal als Lehrender. Es gibt schon auch Webseiten, wo junge Männer vorkommen, aber eher einzeln. Und da geht es auch um Identifikation, um Rollenidentität. Wenn ich als 14-Jähriger auf so eine Webseite schaue und sehe, da sind ja nur Mädels drauf, bin ich dann der Einzige? Bin ich mutig genug, so einen Beruf zu ergreifen, wenn ich auch noch so gerne in meiner Jugendorganisation mit Kindern und Jugendlichen arbeite? Wie geht das? Also wie kann man hier auch auf einer höheren Ebene es sichtbar machen, dass das auch Berufe sind, in denen Männer wichtig sind, gute Arbeit leisten können und auch sozusagen, sozusagen ihren Anteil bringen können und Frauen dafür dann umgekehrt in andere Berufe einsteigen? Wie ist es mit dieser Sichtbarkeit Ja, von das ist Männern? eine Frage nach vielen Ebenen, die du stellst. Man könnte auch sagen, da braucht es Änderungen auf sehr vielen Plateaus, tausend Plateaus. Das Problem in dem Bereich ist, dass, wie du schon sagst, die Kulturindustrie, also sowohl Freizeit, Werbung, Film, Musik, aber andererseits auch die innere und auch die äußere Bilderwelt von Erziehungsinstitutionen, Universitäten haben allerdings sehr starke Gleichstellungsbemühungen und starke Programme dahingehend, wenn auch natürlich problematische Verteilung von männlichen und weiblichen Studentinnen in MINT-Fächern, das darf nicht unterschlagen werden. Und diese kulturindustrielle Stereotypisierung, die du beschrieben hast auf den Websites, die bildet in gewisser Weise auch das Unterfutter dafür, dass wir gewisse Berufe als erstrebenswert, als zu uns passend wahrnehmen. Allerdings gibt es auch noch die andere Seite, das ist die ökonomische Seite. Und es gibt, und auch das wurde schon von euch beiden angesprochen, natürlich eine gewisse Art, und das muss man auch würdigen, der Rationalität zu sagen, nein, wir als niedrig oder zumindest nicht Großverdienerhaushalt können es uns nicht leisten, auf ein Gehalt mehrere Monate zu verzichten oder im Nachhinein steuerlich dann die 700 Euro nochmal rückführen zu müssen. Das heißt, es braucht natürlich auch eine Aufwertung dieser Sorgetätigkeiten, die bezahlt werden. Das kann man auf unterschiedlichen Ebenen erreichen. Da gibt es natürlich die kollektivvertragliche Ebene, wo auf jeden Fall, denke ich, noch verhandelt werden muss, dass eben die physischen und psychischen Tätigkeiten, die vergleichbar sind, Stichwort vergleichbare, gleichwertige Arbeit, auch als solche anerkannt werden, ist im Detail aber eine komplizierte Sache, ist auch das darf nicht unterschlagen werden. Und dann gibt es natürlich auch die gesetzliche Ebene. Davon aber nochmal, denke ich, zu trennen ist, dass man gerade als Politik oder auch als Sozialpartner sich Branchenziele setzen könnte. Und wenn man die Verteilung in einer Branche ändern will, dann kann man zumindest versuchen zu sagen, in der Pflege wollen wir bis zum Jahr 2030 das Geschlechterverhältnis auf 60 zu 40 ändern und setzen die und die und diese Maßnahme, um bis zu diesem Zeitpunkt diese Quote, die auch das so breit könnte man Quoten denken, erreicht wird. Das wäre dann aber sozusagen ein branchenpolitisches oder ein auch überbranchenpolitisches Commitment. Also es braucht sozusagen viele Ebenen, es braucht viele Verschiebungen und das Aufbrechen der Tradition. Die Tradition ist sehr mächtig. Das geht nicht mit einer Maßnahme, das geht nicht alleine damit, dass auf einer Website andere Bilder sind, weil wenn man nach Hause geht, auf den Gewisterwänden finden sich auch wieder Abbildungen, die prägen, was wir sehen, wer wir sein können, wer wir sein wollen, etc. Und die finanzielle Seite, wo es ja für ganz viele nicht um ein wirklich besseres Gehalt geht, um danach investieren zu können, sondern um Existenzsicherung, spielt natürlich auch eine ganz gewichtige Rolle. Danke. Corinna, da ist es eh gefallen, das Wort Kollektivvertragsverhandlungen. Es ist ja seit jeher so, dass Berufe, die eher von Frauen ausgeführt werden, weniger Lohn erhalten. Ja? Und während die Männerwelt sozusagen sich die Löhne in einem Kollektivvertrag gut aushandeln hat können, ist die Frage, warum ist es bei den Frauen hier nicht so gelungen, auch die Unterstützung zu bekommen, hier gute Löhne auszuverhandeln?
Und wer bewertet denn Arbeit? Also das ist immer die Frage, wer sagt, was Arbeit wert ist? Und wie kann das, wie läuft das aktuell jetzt? Weil es wird ja jedes Jahr kollektivvertraglich verhandelt. Kann man da, vor allem wissen wir jetzt, das sind systemrelevante Berufe, wenn die Frauen jetzt da nicht in der Krise sozusagen trotzdem in den Supermarkt arbeiten gegangen wären oder in die Apotheke oder im Pflegebereich, dann was wäre dann gewesen? Sie sind hingegangen, man hat ihnen den Corona-Tausender versprochen, den sie, wie wir wissen, nicht erhalten haben. Und auch die Anerkennung, ja, klatschen ist gut, bringt aber nichts wirklich. Was kann da von eurer Seite noch getan werden? Also du hast ja eh schon wesentliche Forderungen auch von uns gleich jetzt in deinem Eingangsstatement sozusagen mitgenommen, den Corona-Tausender. Aber ich glaube, um es ein bisschen auf eine Reflexionsebene anderer Art auch zu bringen. Ja? Für uns war am Anfang ganz klar, die systemerhaltenden Berufe sind die, die uns durch die Krise bringen. Das ist eindeutig. Da wurde geklatscht, absolut. Und es war natürlich gewerkschaftlich völlig klar, mit dem Klatschen allein ist es nicht, sondern es braucht die Forderung nach dem Corona-Tausend, es braucht auch die Anerkennung und es braucht auch eine Form, dass man darüber nachdenkt, wie bewertet man Arbeit. Jetzt sehen wir aber eine Entwicklung, dass wir ein Jahr nach der Krise sind, genauso jetzt wieder in einen Lockdown gehen und sehr schwierige Herunterfahrversionen. Und ich habe nicht einmal das Klatschen mehr im Ohr, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht? Also diese Veränderung hat es gegeben und das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist an uns allen darauf hinzuweisen, dass es einfach jetzt Menschen gibt, die sich der Ansteckung aussetzen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, denen man auch jetzt nur sagen muss, dass sie permanent Masken tragen muss, wo es mehr als schwierig war, die Maskenpausen zu erreichen. Also das ist ja nicht lustig, einen ganzen Tag mit einer FFP2-Maske zu sein und nicht einmal sicher zu sein, wo kann ich einmal durchschnaufen. Da geht es ja um enorme Arbeitsbedingungen und Schwierigkeiten. Und also die Arbeit neu zu denken, das wäre gesellschaftlich jetzt mehr als notwendig. Nur fürchte ich, dass es da einen gesamten Prozess braucht, der das sozusagen anstößt. Ich bin mir sicher, dass es von Regierungsseite nicht kommen wird. Da sehe ich keine Signale, dass man sagt, das muss man anders denken, das muss man neu denken. Im Gegenteil, der Arbeitsminister hat, ohne mit der Gewerkschaft oder der Kammer zu reden, gesagt, wir müssen jetzt für den Gesundheitsbereich, für die Impfungen das Arbeitszeitrecht aufmachen. Ja, also nicht, dass die Gesundheitslage nicht manches bedingt, aber gar nicht mit der Arbeitnehmerinnenvertretung zu reden. Also da passiert schon eine Menge an Dingen. Und in der Gesamtheit gesehen ist jetzt also sehr stark darauf fokussiert, Unternehmen zu unterstützen, aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht im Fokus und damit auch im großen Anteil der Frau, die Frauen. Weil wenn ich gleichzeitig auch sage, naja, wir wissen, wie viel die Frauen an Arbeitslosengeld zum Beispiel kriegen, das ist ja minimal, weil wir haben sehr viele Frauen, die vor der Krise 50% schon Teilzeit gearbeitet haben. Das heißt, wir sehen auch, sie haben hauptsächlich Arbeit verloren. Wir sehen auch, wie hoch ihre Arbeitslosenunterstützung ist. Und es ist nicht einmal irgendein Ohrwaschel wird gerührt seitens der Regierung, dass das Arbeitslosengeld erhöht werden soll. Das fordern wir schon vehement. Also das sind lauter in Wahrheit sehr starke Verteilungskämpfe. Und ich glaube, wir werden an vielen Schrauben und Forderungen festmachen müssen und das ganz vehement, um auch aus der Krise herauszukommen und dass die Frauen nicht die absoluten Verliererinnen dieser Krise sind. Und die Ist-Situation zu beleuchten ist gut, aber jetzt braucht man Antworten, dass man sagen, wie kommen wir aus dem Ganzen heraus und was müssten da für Maßnahmen gesetzt werden? Das ist jetzt das Ziel unserer Arbeit. Gut, danke. Christian? Ich kann da sozusagen aus einer gewerkschaftlichen Sicht, die auch meine ist, natürlich nur zustimmen. Und ich denke auch, dass es eine Perspektive braucht, die zum einen ein Herausinvestieren aus der Krise ist. Das ist auch ein Konzept, das die Arbeiterkammer sehr stark gefahren hat. Da geht es auch um große Investitionen in den Gesundheits- und in den Pflege- und in den Schulbereich. Ein Bereich, wo natürlich Frauen und Frauenerwerbstätigkeit
breit vorhanden ist und gestärkt werden könnte. Aber ich stimme sozusagen in allem zu und ich finde, um echt sein, die Frauenbudgets sind so belastet und ich finde es, um echt sein, auch persönlich schwer erträglich, noch von Vereinbarkeit zu sprechen in dieser Zeit. Also ich finde, es geht darum, Mehrfachbelastung zu reduzieren. Das ist im Moment das große Problem, dass diese Mehrfachbelastung so selbstverständlich ist, weil es hat mich im Echtsein ja getroffen, als Corinna gerade gesagt hat, wir klatschen nicht mal mehr. Ich kann das nämlich auch nicht mehr hören. Es ist nicht so, dass wir noch sehr wertschätzend und in einem zumindest sehr positiven rhetorischen Verhältnis uns gegenüber den sogenannten Krisenmeisterinnen, die das Land rocken, Handelsangestellte, Gesundheitsdienstleisterinnen befinden würden. Eigentlich sollte die Debatte jetzt an einem Punkt sein, wo wir darüber sprechen, wie können deren Löhne, wie können deren Prämien aussehen, wie kann man diese Bereiche in Zukunft gut finanzieren, öffentliche Beschäftigung schaffen und so weiter und so fort. Und wir reden eigentlich an einem Punkt darüber, dass nicht mal mehr richtig geklatscht wird, weil es zum einen selbstverständlich schon wieder geworden ist und der nächste Lockdown um die Ecke kommt und auch wie selbstverständlich erwartet wird, ab 7. habe ich gelesen, werden die Kinderbetreuungseinrichtungen wieder zurückgefahren. Naja, wer macht das? Und das setzt sich sozusagen jetzt in eine lange Kontinuität dieser Krisenbewältigung, die zutiefst geschlechterunsensibel ist. Und das zeigt sich an der Politik des Arbeitsministeriums, das zeigt sich an der Politik des Wirtschaftsministeriums, denn wie Corona-Hilfen gestaltet werden und für wen Corona-Hilfen gestaltet werden, ist natürlich auch eine geschlechterpolitische Frage. Und das zeigt sich auch insofern dann auch bei der Finanzpolitik. Es zeigt sich auch darin, dass wir nach wie vor in der Wissenschaftspolitik das Problem haben, dass wir keine aktuelle Zeitverwendungsstudie haben. Um ehrlich zu sein, die wäre dramatisch aktuell. Und hier gibt es viele Möglichkeiten gegenzulenken, öffentliche Investitionspolitik, Anerkennung finanzieller Natur, institutioneller Ausbau. Das sind auch lauter Mechanismen, die man aktivieren könnte, die letztlich auch zur wirtschaftlichen Erholung beitragen, weil wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir uns, wie gesagt, aus dieser Krise hinaus investieren. Das ist letztlich die einzige Chance. Und da gibt es auch eine geschlechterpolitische Komponente, denn gerade Frauen, die über kaum Vermögen, kein Kapital verfügen, die brauchen auch ein einigermaßen ausreichendes Einkommen oder eben entsprechende Förderungen oder entsprechende geförderte Arbeitsplätze, notwendige Arbeitsplätze nicht zuletzt, die die Kaufkraft heben und die so letztlich zur Erholung der Wirtschaft beitragen können. Aber das ist eben eine sehr demokratische, breite Perspektive, die über das hinausgeht, was wir aktuell bei den Finanzhilfen beobachten. Danke. Du hast gerade das Wort Zeitverwendungserhebung genannt. Kannst du bitte für unsere Zuhörerinnen kurz erwähnen, was da dahinter steht? Weil die letzte steht auch in einem Buch, war 2008, 2009. Mhm. Und es sollte schon längst, oder es gibt schon längst die Möglichkeit, wieder beizutreten, es zu tun. Was steht da dahinter, Zeitverwendungserhebung? Ja, die Zeitverwendungserhebung beziehungsweise die Studie, die sich die Zeitbudgets der österreichischen Haushalte genauer ansieht, ist aus einer feministischen oder geschlechterpolitischen Perspektive so wichtig, weil es auffaltet, wer wie viel Zeit worauf im Privaten aufwendet. Wer wäscht Kinder, wer sieht fern, wer repariert etwas, wer kocht etwas. Und das verrät uns sehr viel über das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit und deswegen auch über das Verhältnis von Männern und Frauen in den privaten Haushalten. Und es ist eine zentrale Quelle für geschlechtsspezifische bzw. geschlechtsdisaggregierte Daten. Und uns fehlt diese repräsentative Datengrundlage, auf die man dann natürlich, wenn man das wollen würde, sehr präzise Forderungen und Maßnahmen formulieren könnte. Schon sehr lange. Ich habe es mir angesehen, ich schaue mir das laufend an, in der Hoffnung, dass diese Studie wieder erstellt wird. Es ist so, dass sie budgetiert ist. Es ist aber meines Erachtens nicht ersichtlich, wann sie beauftragt wird. Die Statistik Austria ist in Österreich die zuständige Stelle, ist aber nicht gesetzlich dazu verpflichtet, sondern es ist sozusagen für sie eine Kann-Option, diese Studie zu erstellen bei ausreichender Finanzierung. Und finanziert werden sollte diese Studie natürlich aus dem Frauenbudget beziehungsweise aus einem ministerienübergreifenden Budget, weil letztlich betrifft es ja nicht nur das sehr kleine
Frauenministerium, sondern es betrifft ja das Arbeitsministerium, es betrifft das Wirtschaftsministerium, das Wissenschaftsministerium und. Also es gäbe theoretisch ein breites Interesse daran, würde ich meinen. Allerdings kann ich aktuell nicht erkennen, dass es umsetzungsnahe wäre. Ich weiß aber, dass es diverse Akteure gibt in der Sozialpartnerschaft, in der Stadt Wien, in anderen öffentlichen Einrichtungen, auch im Budgetdienst des Parlaments und natürlich auch in den politischen Strukturen, die sich dafür einsetzen. Aber ich würde sagen, hat wie vieles andere, das zu einer geschlechtersensiblen Politikgestaltung, aktuell eben wäre das Krisenbewältigung, keine hohe Priorität. Ist ein Problem und bei der Zeitverwendungsstudie, denke ich, muss man auch politisch dranbleiben, sie einfordern. Gut, danke. Unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen können auf Facebook und auf YouTube unten in den Chat Nachrichten an uns oder Fragen stellen. Und die Katharina Bahr hat auf Facebook schon die Möglichkeit genützt. Sie schreibt auch, das stimmt, oft geht es wirklich schon so um so generelle Dinge, wie eben, welche Bilder in der Öffentlichkeit verwendet werden, zum Beispiel wie Hochschulwebseite, die Rollenbilder verfestigen und die ja leicht verändert werden könnten im Vergleich zu den wichtigen großen politischen Themen. Also auch hier sozusagen diese Fixierung auf Rollenbilder und die Frage ist auch bei der Zeitverwendungsstudie, wer steht da dahinter und wer will sie oder treibt sie nicht voran, in dessen Interesse. Ja? Katharina Mader hat ja auch eine Studie auf der Wirtschaftsuniversität erhoben, wo sie die Zeitverwendung im ersten Lockdown sich angeschaut hat und festgestellt hat, ich glaube, dass Alleinerzieherinnen 15 Stunden täglich arbeiten, dafür neun unbezahlt. Frauen im Paarhaushalt, wo beide zu Hause sind im Homeoffice, sozusagen 14,5 Stunden arbeiten und seltsamerweise 9,5 Stunden unbezahlt, obwohl der Partner vor Ort ist und auch anwesend ist. Also das ist ein kleiner Lockdown-Einblick gewesen von Zeiterhebung. Da wird sicher noch weitere Studien gegeben, warum das so ist, warum das so verfestigt ist. Ja? Wenn Wie ich kann dazu nur anmerken darf, ja. denn ich finde das sehr gut, dass du die Studie erwähnst und sie ist sehr wertvoll. Sie ist auch von AK-Kolleginnen, von Franziska Disselbacher und anderen mit erarbeitet worden. Es ist sozusagen das, was man universitär leisten kann. Sie ist aber nicht repräsentativ und das ist schon ein Problem. Denn, und das sagt ja das Studienteam auch ganz klar in den Limitationen, teilgenommen haben immer noch die Personengruppen, die sich haben leisten können, sich eine Stunde hinzusetzen, die Information hatten, dass es diese Studie gibt Ja. und so weiter und so fort. Und das zeigt uns, das Segment, das teilgenommen hat, ist immer noch relativ privilegiert. Und die eigentliche Ungleichverteilung bleibt trotz dieser Studie im Dunkeln. Wir können aber vermuten, wie es aussieht. Das wollte ich nur ergänzen. Denn das zeigt eben auch den Wert einer repräsentativen Studie, die von einer amtlichen Statistik durchgeführt wird, die solche Limitationen ausgleichen kann. Aber es ist eine wichtige Studie, die uns, denke ich, einiges verrät aktuell, ja. Also ganz, ganz wichtiger Hinweis eben, wer kann gar nicht daran teilnehmen, weil er systemrelevant arbeiten gehen muss. Ja. Und wie schaut es da dann aber aus, wenn man nach der systemrelevanten Arbeit nach Hause kommt und dann auch noch den Haushalt, die Kinder und betreuen muss? Eine Vermutung von mir, dass das auch wieder großteils bei den Frauen bleibt. Ja? Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich ja sehr stark mit der Betreuung und Pflege, was jetzt eh auch im vorderen Teil eine Rolle spielt mit Elternkarenz und Väterbeteiligung. Heftig war sie, ganz am Anfang von der Pandemie ist man draufgekommen, wie tun wir jetzt mit der 24-Stunden-Pflege, die in der Öffentlichkeit noch immer wie eine Randerscheinung wirkt, aber eigentlich der größere Teil der Pflegebetreuung ist, die 24-Stunden-Pflege. Und hier aber auch ganz, wie du gerade gesagt hast, so ganz massiv schlechte Arbeitsbedingungen vorliegen, unterschiedliche Agenturen sich mit den Frauen spielen. Da hat es auch starke Ja. Frauen gegeben, die hier für mehr Recht gekämpft haben. Wie sieht es hier von eurer Seite aus? Corinna. Ich darf noch einen Satz zur Zeitverwendungsstudie sagen. Warum die konservative Seite keine Freude daran hat, diese zu machen, ist ja auch ganz klar, weil es im Endeffekt darum geht, ihr Familienbild durchzusetzen und auch ihr grundlegendes Bild, dass man sagt, alles Private ist privat, ja?
Wie du dir das regelst mit Kind und alten Angehörigen und sonstigen, bitte, das ist deine Sache. Das haben wir im privaten Bereich. Alles andere, das geht uns nichts an. Ja? Und, aber wir haben die ganz andere Sicht, sondern es ist einfach, das Private ist politisch und ist gesellschaftspolitisch. Und welche Rahmenbedingungen ich biete, damit das, was für eine Gesellschaft wichtig ist, wie die Betreuung, die Pflege, wie das umgesetzt wird, das ist politische Aufgabe aus unserer Sicht auch. Und ich glaube, aus dem heraus ist es auch wichtig, jetzt zu sagen, was wären jetzt die Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Jetzt kann ich es nur sagen aus ÖGB-Frauensicht, was wären jetzt die Maßnahmen, die man setzen müsste, damit das Ganze nicht den Bauch noch weiter runtergeht. Ja? Mhm. Wir haben größte Ängste, was angeht die Frage der Gemeindefinanzen. An denen hängt ganz, ganz viel, weil wenn die Gemeinden und die Städte kein Geld haben, wird es nicht gut weitergehen mit der Kinderbetreuung. Dann wird man dort Bedarfserhebungen machen und die Kinderbetreuung noch weiter zurückfahren. Die Angst ist sehr groß. Und auf der anderen Seite natürlich, was die Pflege angeht, die Corona-Situation in den Heimen hat, glaube ich, sehr viele dazu bewegt, sich zu überlegen, möchte ich mich in stationäre Pflege begeben? Ja? Und was bleibt denn dann über? Das heißt wieder die Pflege zu Hause, und das übernehmen zum größten Prozentsatz die Frauen wieder. Das heißt, hier sind die Belastungspunkte ganz, ganz stark, und von daher, glaube ich, ist es wesentlich, und darum bin ich sehr froh, dass es dieses Sozialpartnerinnenpapier gibt, das wir ins Leben gerufen haben zum Thema gemeinsam für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Forderung nach dem Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr für für Vollzeitarbeit möglich, flächendeckend in ganz Österreich und leistbar. Weil das wäre jetzt das Konjunkturprogramm, das notwendig wäre, um zumindest einmal einen Schritt zu setzen gegen die Rollenmuster und gegen die Verzweiflung, was die Kinderbetreuung vor allen Dingen im ländlichen Raum betrifft, anzugehen. Das heißt, hier müsste man das Geld in die Hand nehmen. Das würde den Gemeinden helfen, den Regionen helfen, den Eltern helfen, den Frauen helfen und Arbeitsplätze schaffen. Also das ist eine Win-Win-Situation, weil jeder Euro, der da investiert wird, kommt im großen Ausmaß wieder zurück und hilft auch für die Bildung der Kinder. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine zweite Frage ist, wie kann man Arbeitsmarktmaßnahmen setzen, die Frauen die Möglichkeit geben, in Beschäftigung wieder zu kommen, oder wenn Branchen sich verändern, weil auch das ist ja jetzt der Fall. Wir haben ja nicht nur Corona-Krise, sondern wir haben einen digitalen Wandel und wir haben eine Klimakrise, also da ist ja vieles dran. Wie kann man schauen, dass Frauen wieder in Beschäftigung kommen oder so qualifiziert werden, dass sie ihren Arbeitsplatz erhalten? Also das sind große Fragen, die jetzt und Forderungen, die jetzt gestellt werden müssen, und ganz ohne Scham, weil wenn man es jetzt nicht tut, dann wird es zukünftig um sehr viel schwieriger sein. Und einen Punkt darf ich noch einwerfen, der, glaube ich, ganz wichtig ist, das wird die Frage der Verteilung der Arbeit sein. Ja. All along werden wir um eine Arbeitszeitverkürzung nicht herumkommen, und das ist etwas, was den Frauen ganz, ganz stark hilft. Erstens, weil sie ja bereits eine Arbeitszeitverkürzung sehr viele machen auf eigene Kosten durch die Teilzeit. Und auf der anderen Seite, weil dann natürlich die Frage wäre, wenn beide reduzieren, beide Partner, ja, na, wie können wir denn dann auch gerechter die unbezahlte Arbeit innerhalb der Partnerschaft verteilen? Also es wäre eine Menge zu tun, und wenn man möchte und ein bisschen an den Geschlechter- und Gesellschaftsrollen herumdrehen möchte, dann gäbe es schon Möglichkeiten. Und wir werden es laut aufzeigen, ich glaube, wirklich mit vereinten Kräften aller. Ja, vielleicht kann ich da jetzt nochmal ansetzen, weil ich finde, das war ein sehr gutes und auch kritisches, aber doch optimistisches Statement, dass es natürlich Optionen, Gestaltungsoptionen gäbe. Und ich kann mich da wirklich nur anschließen, wir beobachten einen Strukturwandel, der nicht erst stattfinden wird, sondern der schon begonnen hat. Die Basis unserer Wirtschaft wird dekarbonisiert werden müssen. Wir haben diese Klimakrise, die nicht mehr fern ist, sondern die da ist und die bewältigt werden muss. Es gibt diverse Veränderungsprozesse, die schon laufen. Die Digitalisierung und so weiter und so fort. Aber wir sprechen dann eigentlich, wenn wir das nicht reflektieren, über typische Industrie-Männerarbeitsplätze. Und dieses Umfeld und die sozial-reproduktiven Grundlagen, die das ermöglichen oder die das gedeihlich und gut ermöglichen, auch die müssen entsprechend im Strukturwandel gesehen und gestärkt und im Grunde rekonfiguriert werden. Es muss all das, was Corinna Schumann aufgezählt hat, vor allem auch in der Pflege, in der Verteilung von Arbeit
und damit auch im Aufbrechen davon, dass wir denken, dass da typische Industriemännerarbeitsplätze geändert werden. Weil auch dadurch, dass diese Vollzeitarbeitsplätze, die man jetzt noch wirklich ohne Not umgestalten könnte, und es wäre im Interesse der Allgemeinheit. Es wäre steuerlich, also was das Steueraufkommen betrifft, im Interesse der Allgemeinheit, in Bezug auf die Arbeitsorganisation. Auch Betriebe würden sich mit anderen Arbeitszeitnormen, die gesetzlich vorgegeben sind, leichter tun. Eine Just-in-Time, eine Industrie 4.0-Produktion lässt sich nicht optimal mit 40 Stunden Normarbeitsverhältnissen organisieren. Also auch da kann man diesen Flexibilitätsgewinn, der wirklich auch aus Perspektive der Arbeitnehmerinnen gesehen, gestaltet werden muss, aber auch natürlich betrieblich nutzen. Und ich denke, diesen Strukturwandel in dem Sinne eben gerecht zu gestalten, und das heißt geschlechtergerecht, ist eine zentrale Zukunftsherausforderung. Und da werden wir drauf und dranbleiben. Da sind wir ganz einig und uns sicher, dass das notwendig ist. Und er wird auch sonst nicht gelingen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Es wird uns weder ein gerechter, noch ein guter, noch ein Übergang gelingen, wenn wir nichts am Geschlechterverhältnis, das die Basis ist dafür, wie wir wirtschaften, für die gesellschaftlichen Beziehungen ändern. Das heißt, hier gibt es ebenso die Notwendigkeit, einen Übergang, eine Transformation zu gestalten. Und das müsste eigentlich, denke ich, auch in jeder Standortstrategie. Margarete Schramböck, die aktuelle Wirtschaftsministerin, arbeitet an einer Standortstrategie, sehr erfreulich, sehr digitalisierungsorientiert, auch gut, könnte erweitert werden um diverse Bereiche, müsste auch erweitert werden. Und hier wäre es notwendig, natürlich auch den gerechten Übergang, also einen gerechten Übergang der Geschlechterverhältnisse, der gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse mitzudenken und vor allem aber auch Arbeitnehmerinnen, die ja die Grundlage für jegliche Umgestaltung sind, weil das sind die, die sie ausführen, die sie technisch wie faktisch umsetzen, zentral mitdenken. Also das heißt Sozialpartner, das heißt die Expertise aus den sozialpartnerschaftlichen Institutionen, das heißt aber auch Wissenschaft etc. mitnehmen. Es reicht nicht, sich auf die wenigen, und in Österreich sind das tatsächlich nicht allzu viele, hochtechnologisierten Digitalunternehmen zu fokussieren. Das ist kein gesellschaftliches Projekt, das ist ein Nischenprojekt in der Form. Weil Geschlechtergerechtigkeit, mir ist ja aufgefallen, auch mit der Auseinandersetzung mit der 24-Stunden, ich sage jetzt einfach Pflegerinnen, es sind nämlich nur 5%, die männlich sind, also Pfleger sozusagen. 95% der 24-Stunden-Betreuerinnen sind Frauen. Und wir wissen, wenn man das hochrechnet, dass es bald einen richtigen Pflegenotstand gibt. Dass es ein Bereich ist, wo Menschen nicht arbeiten können, wollen, wo sie ausgebaut sind, der schlecht bezahlt ist, schlechte Arbeitsbedingungen hat, sehr auf die Psyche geht. Und ich habe dann mitbekommen, dass ihr vom ÖGB von einer Pflegestiftung auch sprecht. Und da es ja auch darum geht, dass auf einer Seite jetzt eine große Masse an Frauen auch arbeitslos sind, die sagen, ich würde gerne in den Pflegebereich gehen, ich bin aber es gibt keine Unterstützung oder Förderung, damit ich eine neue mich umschulen lassen kann. Und mit dem, was da gibt, kann ich auch diese Umschulungszeit nicht überleben. Was gibt es da für Ideen dazu, eben um hier mehr aktiv Menschen reinzubringen in diesen Bereich? Also die Forderung nach einer Pflegestiftung hat ja unser ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian aufgestellt, und es ist eine sehr kluge Forderung. Ich glaube, es ist wirklich eine Zukunftsfrage, die wir haben aufgrund auch der demografischen Entwicklung. Pflege ist eine Zukunftsbeschäftigung, keine Frage. Und eine Stiftungslösung ist deshalb so attraktiv, weil natürlich wir davon ausgehen müssen, dass man ja eine längere Zeit braucht, um sich in einem Job auch wieder Pflege zu qualifizieren. Und die Frage ist, wie überstehe ich diese längere Zeit, auch finanziell? Und die Stiftungslösungen bieten die Möglichkeit, zu einem erhöhten Einkommen auch zu kommen, dass die Personen, gerade auch Frauen, die eh wenig haben, weil sie vorher vielleicht Teilzeit gearbeitet haben und so weiter, oder wenig Arbeitslosengeld, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, über einen längeren Zeitraum sich wirklich gut zu qualifizieren. Ich muss sagen, es gibt eine wunderbare Aktion der Stadt Wien aus dem WAF heraus. Da gibt es eine Pflegestiftung,
Stiftung auch für die sozialen Berufe und für die Erwachsenen- oder spätere Ausbildung zum Thema Elementarpädagogik. Also da gibt es Angebote, ich finde es spitze. Damit ist wirklich gesichert, dass ich eine Ausbildung machen kann, die länger dauert und wo ich mich wirklich gut qualifizieren kann. Weil das ist schon sehr wichtig. Das sollte nicht irgendein Nebenjob sein, den man halt so irgendwie macht, sondern Pflege braucht Ausbildung, man muss das wirklich lernen. Pflege ist nicht so, das magst du halt einfach, nicht? Nicht im Geringsten, es ist ein sehr schwerer Beruf, du hast schon richtig gesagt, ein belastender, psychisch und körperlich. Also da brauche ich schon ein Rüstzeug, damit ich das machen kann. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, das wäre mehr als wichtig. Und dann natürlich müssen auch die Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Also das heißt, ich brauche die Chance, in eine Qualifizierungsmaßnahme zu kommen. Ich brauche dann das finanzielle Unterstützung, dass ich es durchhalten kann. Und ich brauche dann einen Arbeitsplatz, der wirklich ordentlich bezahlt ist und der Arbeitsbedingungen hat, die nicht so schlecht sind, wie manchmal sie jetzt im Bereich der Pflege sind. Also diese drei Komponenten sind schon ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, für die Frauen noch etwas. Ich glaube, es braucht ein bisschen eine Brückenfunktion auch. Gerade der Wechsel, wenn ich in irgendeiner Branche gearbeitet habe, sagen wir, ich war in der Gastronomie, gerade der Wechsel jetzt in eine neue Ausbildung, da braucht es ein bisschen eine Beratung, da braucht es ein bisschen eine vielleicht Vorschulung, ein bisschen ein Hineinwachsen auch in Digitalisierung, weil es gibt halt keinen Bereich mehr, der nicht mit dem Computer arbeitet. Ja. Da Hemmschwellen zu nehmen, einfach zu sagen, schau mal, probier aus, du kannst vielleicht mehr, das hast du vielleicht nicht zutraut, aber das geht schon, auch Sprachbarrieren abzubauen. Wir haben ja viele Frauen auch mit Migrationshintergrund, wo die Sprache noch ein Problem ist. Diese Defizite oder noch Nicht-Talente aufzufüllen in dieser Brückensituation, Beratungssituation und dann in eine Qualifizierung zu gehen, das wäre eine Form, glaube ich, die sehr klug ist und sehr gescheit ist. Und natürlich über die Arbeitsbedingungen in der Pflege ist gut zu reden und nachzudenken, wobei man auch da noch einmal unterscheiden muss, den Bereich der Gesundheit, also jetzt wirklich im Krankenhausbereich, in dem Bereich und der Bereich der Pflege im stationären Bereich und im Bereich der mobilen Dienste. Und das Feld der Pflege und Fürsorge ist ja groß. Es gibt ja Familienhelferinnen, Frühförderinnen, es gibt nicht nur Altenbetreuerinnen, es gibt Betreuerinnen für Menschen mit Behinderung. Also da gäbe es ein breites Feld, wo man dringend Menschen braucht zur Unterstützung. Corinna, du hast eine Nachricht bekommen. Ich lese sie dir jetzt vor. Die Elfriede Fritz schreibt über YouTube, bravo Corinna, unterstützt der ÖGB die Initiative Mehr für Care? Österreich ist am 21. Platz im WEF Gender Gap Report und die Aussichten sind düster. Gender Budgeting verbessern und wieder ins Bewusstsein bringen, fügt sie später noch ein. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, gerade die Elfriede Fritz, da darf ich mich jetzt verneigen, weil sie war die Kämpferin dafür, dass Gender Budgeting eingeführt wurde. Bei uns, also wirklich eine der Pionierinnen und Vorkämpferinnen, und ich glaube, sie wird jetzt ein bisschen manchmal negatives Schnackerl stoßen haben, weil das Instrument des Gender Budgetings, das jetzt auch der Christian Berger hat so richtig gesagt, jetzt so wichtig wäre, gerade in der Verteilung der Corona-Mittel in der Krise, das müsste man jetzt einsetzen und sagen, na, was passiert denn da jetzt, was hilft den Frauen, was hilft ihnen nicht, das wird nicht wirklich so genützt und ich glaube aber, es wäre ein ganz, ganz wichtiges Instrument und ich darf das gleich aufgreifen, weil wir es als ÖGB-Frauen ein bisschen übernommen haben. Wir werden ab dem, eben jetzt ab dem Frauentag, werden wir den Fairness-Check machen und uns fragen, welche Maßnahmen werden da gesetzt und wie helfen die den Frauen oder helfen nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da drauf zu schauen, die bisschen weg von dem Begriff des Gender Budgetings und der Genderfrage. Einfach in Wahrheit ist es ein bisschen ein Umbenennen. Wir sagen, es ist der Fairness-Check, aber der muss gemacht werden, mehr als dringend. Es gibt ja einen nationalen Aktionsplan. Das heißt, es gibt von der EU Förderungen für die Mitgliedstaaten und die Länder müssen
der EU sozusagen ihre Reaktionspläne vorlegen, wo genau darauf geschaut werden wird, auch ob dieses Gender Budgeting passiert und Frauen unterstützt. Wisst ihr da beim Fairness-Check schon irgendwas? Weil Österreich hat diesen Plan bis jetzt noch nicht erstellt oder wird er erstellt? Als kurze Information, bevor wir schon langsam zum Schluss kommen. Christian, magst du das, Uli? Ich sage gerne du, ich kann danach gerne was zu den nationalen Aktionsplänen sagen. Also da wäre Geld von der EU da. Ja? Da wäre wirklich viel Geld von der EU da. Ich glaube, es sind 3,3 Milliarden, die man abholen könnte, wo die EU sich auch was dabei gedacht hat, weil es ist sozusagen kein Kredit, sondern wirklich Geld, das man in die Hand kriegt und hat Gedanken sich dazu gemacht, was könnte man denn mit dem Geld machen. Aber liebe Länder, ihr müsst euch schon was Neues einfallen lassen und ihr müsst wirklich mit den Ländern reden und den Sozialpartnern reden und so weiter. Was könnte man für Zukunftsmaßnahmen in einem Land setzen, um das Geld gut zu verteilen? Na ja, in Österreich hat man das nicht so gemacht, sondern man hat abgewartet. Andere Länder haben schon längst geschickt ihre Vorschläge dazu. Da hat es auch wirklich Bürgerinnenbeteiligungsmechanismen in manchen Ländern gegeben, aber bei uns nicht. Bei uns hat die Frau Staatssekretärin Ed Stadler hat gesagt, ja gut, ich rede mit jedem ein bisschen. Nicht? Haben mit der AK-Präsidentin geredet. Ein nettes, plauderndes Gespräch, auch mit dem ÖGB-Präsidenten, kurz ein Gespräch geführt. Aber um das, was wirklich geht, sich zu überlegen, was könnte man denn jetzt wirklich machen, um dieses Geld zu nützen und einen Zukunftsschub auch in dieses Land zu geben, sei es Digitalisierung, was auch immer, Ideen gab es und Möglichkeiten, ja, das wurde nicht genützt. Und da ist wirklich schon der Gedanke, warum denn nicht? Ja? Ob da nicht der Gedanke dahinter steht, dass man das einfach nur ins Budget einrennen lässt und nicht wirklich sich überlegt, was man damit macht. Also das wäre der falscheste Weg. Aber Christian Berger, bitte führ es noch aus. Da gibt Ja, also ich meine, ich es. finde, du hast jetzt eh schon sehr, sehr viel gesagt, offen gesagt, noch das Wichtigste. Ich glaube, wie das Gender Budgeting als Prinzip in der Finanzverfassung, ebenso wie die Möglichkeiten, die nationale Aktionspläne bieten würden, ist dann letztlich immer eine Praxisfrage. Wie wird das mit Leben erfüllt? Wer wird mit einbezogen? Was für eine Expertise wird gehört? Welche Interessen werden gehört? Also was macht man letztlich daraus? Beim Gender Budgeting geht es eigentlich darum, dass man es macht und nicht nur das auf Kontrollen bei Budgetmaßnahmen reduziert wird, die oft ein Satz sind oder lächerliche Bemerkungen, die gar nichts mit der Sache zu tun haben. Das ist ja leider ein Instrument, das in seiner Radikalität vollkommen unausgeschöpft ist. Sonst würde man es eben auch bei den Corona-Hilfen, wie ich schon ausgeführt habe, natürlich berücksichtigen müssen und sie müssten anders aussehen. So. Und obwohl das in den Rang der Finanzverfassung steht, finde ich ein ziemliches Armutszeugnis in dem Bereich, auch wenn die Vordenkerinnen und die Personen, die für die Implementierung in Österreich verantwortlich sind, das natürlich nie so gedacht hatten. Das heißt, eine Kritik an der Praxis Gender Budgetings, die unbedingt notwendig ist, ist keine Kritik am Instrument in der Theorie. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Und ansonsten, ja, Corinna Schumann hat recht. Also ein Café mit den Spitzen von Organisationen ist keine Konsultation, ist kein demokratisches Verfahren, wird Maßnahmen letztlich nicht unbedingt interessensgerecht oder interessensausgleichend gestalten. Da braucht es mehr Dialog, mehr Kollaboration und es braucht auch letztlich mehr Ambition. Hier fehlt es an Ambition, weil hier wäre sehr viel mehr drinnen. Das betrifft das Gender Budgeting, das betrifft den Aufbau- und Resilienzplan, das betrifft im Moment den gesamten Bereich der öffentlichen Investitionen. Und da muss die österreichische Bundesregierung wirklich aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren. Und wenn sie den Anschluss hält, dann muss die österreichische Bundesregierung auch darauf achten, die wesentlichen Interessensgruppen mit einzubeziehen, weil sonst werden diese Maßnahmen vielleicht für die Fachbürokratien interessant und die kann man dann sehr kritisch prüfen und beurteilen und dann werden Briefe hin und her geschickt. Aber damit im Leben der Leute, damit die Wirtschaft prosperiert, etc., damit sich in diesem Bereich etwas tut, da braucht es schlicht mehr. Das ist nicht genug. Und ja, das feministische Konjunkturpaket, ich finde das super, ich finde das unterstützenswert, ich finde der ÖGB Fairness-Check, der erarbeitet wird, das ist zu begrüßen. Und letztlich braucht es, denn wir als Institutionen, AK, ÖGB und so weiter, brauchen auch immer den Druck von unten. Also ich finde, jede Aktivität, jeder Protest digital oder wenn hoffentlich möglich anderweitig, ist notwendig, denn das sind alles
auch soziale Kämpfe und wie sie entschieden werden, haben was damit zu tun, wie sie ablaufen, wer sich beteiligt, wer seine Stimme erhebt. Und da, denke ich, findet man sich dann ganz gut wieder, um Prozesse, um Ansprüche, Normen, Konzepte mit Leben zu füllen. Dem kann ich mich nur anschließen, absolut. Die Gewerkschaftsbewegung gesamt lebt von ihren Mitgliedern. Jedes einzelne Mitglied ist wichtig und wir brauchen Mitglieder, das ist ganz, ganz klar, weil unsere Stärke auch gegenüber der Arbeitgeberseite ist einfach dadurch bestimmt, wie viele Mitglieder wir haben und wie viele Mitglieder wir in einer Branche haben. Und unser Ziel ist es, besonders jene Branchen, die Frauen sehr stark von Frauenarbeit geprägten Branchen, dort noch stärker uns zu organisieren, weil dort haben wir einen sehr geringen Organisationsgrad und wir hoffen, die Frauen als Mitglieder zu gewinnen, weil nur dadurch können wir auch diesen Druck von uns, den der Christian sehr richtig gesagt hat, der wirklich aufbauen und daran müssen wir arbeiten und müssen wir kämpfen. Das ist unsere Aufgabe. Danke. Die Conny Rosendorfski hat uns geschrieben, große und wichtige, zahlreiche Themen mit großartigen Teilnehmerinnen, die hier zu Wort kommen. Tolle Veranstaltung, gratuliere, liebe Grüße, Conny. Herzlichen Dank. Und die Corinna, die Elfriede Fritz hat jetzt noch einmal nachgeschrieben. Corinna, na, das war schon, die Claudia Stoll hat uns geschrieben, sehr interessante Diskussion mit spannenden und überzeugenden Sprecherinnen. Finde diese Themen sehr wichtig für die künftige Gesellschaftsentwicklung. Schöne Grüße an uns. Ich habe mir gedacht, sozusagen, wir haben jetzt viele Themen gehört und gehört, es bewegt sich auch so wenig. Bei der Regierung, ob es jetzt dass die Gelder der EU nicht, den Aktionsplan nicht wirklich erstellen. Ja, die Pflegestiftung wäre eine super Lösung, bräuchten sie nur umsetzen. Was kann man aktiv tun? Und in meiner Fantasie ist jetzt irgendwie dann gekommen, was wäre, wenn die Frauen nicht nur in Österreich, sondern weltweit, die zumindest im unbezahlten Pflegebereich, also eigentlich in der Familienarbeit tätig sind, einfach einmal den Besen hinstellen und den Waschlappen und die Spielsachen und sich hinsetzen und in den Generalstreik gehen. Ob es dann auffällt, dass gerade dieser Bereich total wichtig wäre, zu unterstützen, weil man ihn braucht. Und egal, wer jetzt vorne steht vor der Kamera und spricht, irgendwer im Hintergrund hat seine Wäsche gebügelt oder seine Haare geschnitten und irgendwie seine Schuhe poliert oder ihm ein Frühstück hingestellt, dass er gut auftreten kann. Und was wäre, wenn das einmal nicht passiert? Wie kommt man dann raus? Würdet ihr so etwas auch irgendwie sagen, das hätte hin und wieder ein bisschen an Sinn? Also absolut, ja, dieses sichtbar machen der Dinge, die nicht sichtbar sind, aber lebensnotwendig, das macht schon Sinn. Ich habe nur ein bisschen eine zögerliche Haltung jetzt, weil wir merken, uns ist der Eindruck eindeutig jetzt, dass Frauen im Notmodus sind. Ja? In einem unglaublichen, wir müssen das jetzt alles schaffen, höchst belastet, ich muss das irgendwie umkriegen, wie schafft man das? Ich darf eine kleine Werbeeinschaltung, außer dem Buch, wir kümmert's, das Frauenservice Wien hat eine Studie auch in Auftrag gegeben, Frauen in Wien und Covid-19, und da sind auch Interviews von Frauen drinnen, und ein Satz hat mich so unglaublich berührt, auf die Frage, wie schaffen sie das jetzt alles, hat eine Frau gesagt, jetzt, wo ich all meine Freiheiten aufgegeben habe, geht's eh. Und das ist sowas, da zirkt sein richtiges Herz zusammen, weil das zeigt, in welcher Belastungssituation jetzt die Frauen sind. Und es wird wichtig sein, wenn diese Belastungssituation leichter wird. Und wir werden ja bitte irgendwann einmal nur Impfstoff haben, dass wir aus dieser Belastungssituation herauskommen. Das nicht zu vergessen, um den Frauen die Luft wieder zum Atmen zu geben. Ja? Ihre Freiheit eigenmöglich ihr Leben zu führen, existenzsicherndes Einkommen zu haben, Zeit für sich zu haben und nicht nur im Notmodus zu laufen. Das wird dann ganz, ganz wichtig sein. Momentan ist es extremst schwierig. Ja? Das kann sich aber mit den nächsten Monaten jetzt ändern. Wir werden da ganz drauf schauen. Momentan sehen wir es als ganz, ganz schwierig. Aber die Frauen wissen um ihren Zustand und um ihre Situation. Das ist ihnen klar, die Belastungssituation.
Das ist klar. Und darum, dann geht es um einen Aufwärtstrend, Erleichterung aus dieser Situation zu bringen. Und dafür kämpfen wir alle. Das ist auch ganz klar. Herzlichen Dank, Corinna. Kämpferische Schlussworte von dir. Christian, willst du uns noch etwas kurz sagen, bevor wir zu einem Ende kommen? Ich kann mich da ganz anschließen. Ich denke auch, ein Generalstreik im Care-Bereich würde die Welt erschüttern. Es ist, würde verdeutlichen, worauf wir sozusagen eigentlich die ganze Zeit bauen und uns verlassen. Allerdings, und das ist so wie die Zero-Covid-Forderungen aus feministisch-ökonomischer Perspektive äußerst schwierig, denn tatsächlich geht es hier um die Sicherung des Überlebens. Und ich denke, wenn man Sorge als Prinzip gesellschaftlich ernst nimmt, dann geht es nicht darum, mit Sorgen aufzuhören, sondern Sorge auf eine solide Grundlage der Anerkennung in einem finanziellen, materiellen, wie in einer symbolischen Sinne zu stellen. Gut, herzlichen Dank. Auch rund um den 8. März hat es ja tolle Kampagnen gegeben. Uns reicht's. Wir starten los von den SPÖ-Bundesfrauen, Frauenkrisenmeisterinnen seit immer und im Frauen am Limit, die auch aufzeigen, diese Wichtigkeit, welche Arbeit Frauen hier leisten. Und mit euren kämpferischen Worten möchte ich mich auch bedanken bei allen, die heute im Hintergrund gearbeitet haben, bei den Mitarbeiterinnen des Renner-Instituts, die den Chat ermöglicht haben und hergeschickt haben, beim Medienwerk von Georg Hitsch, der uns wie immer mit seiner Ruhe sehr gut betreut hat, und vor allem bei euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir hier heute zu reden. Und wie immer hätte ich gern von euch am Schluss einen kurzen Tipp für eine Buchhandlung, die ihr empfehlen könnt, wo wir das Buch, hier seht ihr es jetzt, Wen kümmert's, sehr toll aufgemacht, wirklich gut lesbar, auch nach 2 Jahren, wie du richtig sagst. Die erste Präsentation wurde aufgrund von der Pandemie ja auch verschoben. Also wirklich ein tolles Buch, das man jetzt noch immer lesen kann und brandaktuell erscheint. Könnt ihr beide noch ganz kurz einen Tipp für eine tolle Buchhandlung in Wien geben? Also ich kann nur sagen, die ÖGB-Buchhandlung, das ist ganz klar. Und bitte jede Buchhandlung, genauso wichtig, bitte in die Buchhandlungen gehen und nicht bei den großen Online-Anbietern bestellen. Lieber bei der kleinen Buchhandlung bestellen und dann selber abholen. Wir brauchen die Buchhandlungen und wir brauchen die Arbeitsplätze. Vielen Dank. Danke. Christian? Die ÖGB-Buchhandlung, die kann ich auch sehr empfehlen. Also es ist ein Ort, an dem sich zu sein sehr lohnt. Und vielleicht darf ich noch, wie Corinna gesagt hat, die vielen anderen kleinen Buchhändlerinnen, die so wertvoll sind für eine Buchkultur in einer Stadt erwähnen, herausgreifen. Ich habe mit meiner Kollegin Magdalena Baran-Schottis zum Frauenvolksbegehren ein Sammelband geschrieben und unsere erste Präsentation hat organisiert vom Buchkontor eine tolle Buchhandlung im 15. stattgefunden, die auch noch erwähnen. Das ist ein ganz ein tolles, kritisches, engagiertes Team. Die verdienen auch, dass man bei ihnen vorbeischaut. Und das ist ja kein Akt, wie soll ich sagen, des Herablassen, sondern es ist, man nimmt ja so viel mit, wenn man in eine Buchhandlung geht. Es riecht gut, es gibt tolle Gespräche, es gibt so viele Anregungen, es ist, denke ich, ein Erlebnis. Man sollte in alle gehen, ich besonders jetzt ÖGB-Buchhandlung natürlich, und Buchkonto würde ich heute herausgreifen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für eure Empfehlungen und herzlichen Dank auch an alle, die zugesehen hat, an die Zuhörerinnen. Ich wünsche jetzt ein produktives Weiterarbeiten und danke, dass ihr die Mittagspause mit uns verbracht habt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Die nächste Lunch Lecture findet am 3. April statt mit Wir und wird von uns auch noch gepostet, falls ich jetzt das Datum nicht ganz korrekt auswendig gewusst habe. Nein, 22. April. Am 22. April gibt es wieder eine Online-Lunch Lecture hier mit Wir, mit Judith Kohlenberger als Thema. Als Thema geführt von der Angie hier im Renner-Institut. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ich wünsche auch schöne Feiertage zu Hause. Vielen Dank. Danke für die Vielen Dank. Baba Moderation. Corinna, Baba Genau. Christian. Ciao. Danke für die tolle Moderation und alles Gute. Gerne, Alles Gute. danke euch auch. Take care. Take care, ja. Yeah. Yes, we care.